Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Wir sind immer noch in den Nebelanden. Ich habe mich jetzt hier mal kurz niedergelassen, wo es anfängt zum Dunkelwald zu gehen. Es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Biom. Mit dem nächsten Update, so wie ich gelesen habe, soll dieses Biom auch Gegner bekommen. Auch einen eigenen Bossgegner. Ressourcen und. Also, ja, alles, was das Wikingerherz begehrt. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und ja, ich denke mal, dass hier irgendwelche spinnartigen Wesen reinkommen werden, weil hier ja Spinnweben in den Bäumen sind. Überall. Die uralten Wurzeln kann man zum Beispiel auch nicht abholzen, die großen Bäume auch nicht. Ich weiß gar nicht, haben die irgendeinen Namen? Nee. Das ist halt dieses richtig geile neue Biom. Oder was ist neu? Es ist ja schon drin. Aber ein unentdecktes Biom unsererseits. Und ich bin richtig gespannt, was hier für Gegner reinkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das so gut erkennt, weil es dunkel ist. Ich kann auch leider keine Fackel gerade bauen. Was fehlt mir? Fehlt auch Holz, fehlt mir doch bloß. Dann bauen wir uns mal schnell eine Fackel. So, das waren 4 Holz. Hier kommt das 5. So, da bauen wir uns mal schnell eine Fackel. Ist ja nicht das Problem. So. Hier sieht man es auch. Mini-Totenköpfe liegen hier rum. Und ich weiß jetzt nicht, ja, ihr haut ja eh ab vom Feuer, also verschwindet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier auch finde, denn im Singleplayer habe ich auch riesengroße Totenköpfe gefunden. Wie von Riesen, ne? Das sah halt richtig geil aus. Und ja, also es ist auf jeden Fall ein Hingucker, das Biom, wenn man nicht gerade von irgendwelchen Grauzwergen belästigt wird. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier noch diesen riesen Totenkopfschädel finde, damit ihr wisst, was ich meine, aber es scheint nicht so. Was ein bisschen schade eigentlich ist. Aber gut, es ist ja nicht das einzige Biomeckchen davon. Da gibt es mehrere. Da unten beginnt schon wieder der Sumpf. Sage mal. Hört auf mich abzuschießen, ihr Hunde. Es ist auf jeden Fall ein geiles Biom. Ich bin echt gespannt, was hier reinkommt. Und ja, ich muss jetzt auch warten, bis Darko wieder da ist. Der soll sich das auch mal angucken. Ne? Sehen. Ach, da bist du. Nebelande. Genau, einfach mal hier reinkommen und rumgucken. Ne? Das ist voll geil. Das ist halt das Biom, was er als nächstes mit Gegnern versehen. Also Gegner, Erzen, Ressourcen und das kriegt einen eigenen Bossgegner sogar. Ach, ist hier noch gar kein Gegner, kein Nein, gar nichts? Hier ist gar nichts drin. Du kannst nur ein bisschen Holz und Stein farmen. Ich hoffe halt, dass ich jetzt noch so einen riesen Totenkopfschädel finde. Ich habe einen gefunden. Geil! Musste mich mal. Ja, wie von Riesen. Der ist leicht in der Erde vergraben. Schade. Aber man erkennt es, dass es ein Totenkopf ist. Du musst immer auf den Boden gucken. Da gibt es überall so Mini-Totenköpfe. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich hier irgendwelche spinnartigen Tiere reinhören durch die Spinnenweben. Geil. Und der Boss wird bestimmt ohne Spinne werden. Also es ist schon ein geiles Biom.
Oder der Boss ist ein riesen Sumpfgeist. Glaube ich nicht. Also entweder ein Riese oder Spinnen. Uralte Wurzel. Ja, kannst nichts machen damit. Ich sehe da hinten eine Fackel rumlaufen. Ist aber halt echt ein geiles Biom. Das ist eins von denen, die wir halt noch nicht entdeckt haben. Und ich musste mir eine Fackel machen, dass man halt in der Aufnahme auch was sieht, weil es recht dunkel war. Hi. Nicht mal One-Hit? Nee, der hat einen Stern. Achso. Ach, wir sind am Sumpf. Also, oh, ist schon ein geiles Biom. Daku, Purzelbaum, Purzelbaum, Purzelbaum. Oh, geil. Ah. Wir sind immer noch nicht an der Grenze zum Ostgebiet. Ja, weißt du überhaupt, wie das aussieht, das Ostgebiet? Der Osten, Westen ist gleich. Mir ging es jetzt hier um die Nebellande und um den Händler, der ja noch kommt. Norden und Süden sind noch zwei eigene Gebiete. Okay. Da lang. Ja. Ich hatte immer gehofft, dass wenn ich hier irgendwo übersetze, dass die Seeschlange auftaucht. Warum? Du wärst gestorben, ich nicht. Wow. Hey, ich wäre mit dem Boot schon an Land gefahren, aber die wäre auf dich dann gegangen, weil du halt am nächsten dann am Wasser bist. Und ja, ich hätte die dann wegsnacken können ganz in Ruhe. So, ja, jetzt muss man hier noch einen Weg rüber finden. Und ich glaube, hier gibt es keinen Weg rüber. Oh, rüber? Oh, du musst eigentlich dich links halten. Nee, dort geht's, unten geht es dann wieder nach unten. Das heißt, wir müssen eigentlich einmal hier quer durchrennen. Weil der Darko die Ebene bremsen, so mag. Bremsen. Nee, weil der Darko die Ebene so mag. Warum hast du nicht gebremst? Damit das Boot so Schaden kriegt. Jetzt ist echt kaputt. Kaputt machen. Klar. Ach, den Hammer kannst du mal bitte aufnehmen. Warum habe ich hier über 50 Steine im Gepäck? Eigentlich habe ich gerade ein Problem. Was denn? Ich habe kaum noch Leben, weil ich kaum Essen habe. So, jetzt. Was soll ich sagen? Ich bin vollgeladen. Ja, gib Metall her, das kann ich ja sammeln. Metall ist da, da habe ich das Holz. Warum habe ich uralten Samen im Gepäck? Stein braucht man nicht, den Kopf braucht man nicht. Na dann! Aber ich könnte auch mal hier. Ja. Oh, ich habe oben bloß noch eine Marmelade. Ja, gut. No risk, no fun, oder?
Aber warum hat... Ach, durch die Krautzwerge, die lassen ja Steine fallen. So eine Arschgeigen. Wie solche Arschgeigen? Guck mal da, deine Freunde. Weißt du, wer ihr Freund... Achso. Ne, die Krautzwerge dabei die Steine fallen lassen. Sicher, dass du die nicht einfach von unserem Steinkloppen hast? Nee, nee. Oder? Keine Ahnung. Kann auch sein. Ach, keine Ausdauer mehr, wow. Jo. So, du hast das Schild ausgelöst. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich im normalen Gehen schneller bin als du. Was geht doch? Ja, ja. Warte mal. Wow. Drei Pfeile verballert. Aber eine Nadel. Ja, plus und minus Geschäft. Ne, du brauchst 4 Nadeln für 20 Pfeile. Passt also, plus Geschäft. Ne, ja doch. Du kleiner Pümmelklatscher. Halt, immer drauf schauen hier, Schrottmetall. Ja, mitnehmen. Also ich kann Münzen tragen, da habe ich schon welche. Ich habe auch eine von 99. Ich habe 29 von 99. Hey Quatsch, ich habe eine von 999. Ja. Kannst du mir dann zuwerfen, hast du wieder einen Slot frei. Dann. Ja, ich habe aber auch nur über 7 Slots. Moldbeeren brauchen wir keine gerade, oder? Nee, nee, ach, da haben wir eine halbe Kiste voll. Ich bleib halt extra stehen, bis du den Schrott eingesammelt hast. Da war ja nicht mal einer. Nee, für mich sah es so, als ob er es gedroppt hat. Nö. Okay. Eigentlich auch eine Werkbank? Nö, aber ich habe 14 Holz dabei. Also ich kann eine bauen. Das ist nicht das Problem. Hui. Und der Darko fährt jetzt. Ja. Guck, wie weit hast du das scheiß Boot weggesetzt? So, dass es keinen Schaden kriegt. Geradeaus? Jupp. Leicht rechts kommt wieder Sumpfgebiet. Also, rechts, links? Ist mir egal, wir müssen einfach nur nach Osten. Ich halte halt gerade Ausschau nach der Schlange.
was nicht so einfach ist. Ich würde sagen, fahr rechts lang. Schon wieder Nebelland. Wir sind im Sumpf. Ike? Ja, ich sehe den Geist. Der ist, glaube ich, aggro. Nicht. Gut. Glück gehabt. Es wird schon wieder nach, du willst mich doch verarschen. Oder das liegt jetzt an den Nebellanden, ne? Weil irgendwie die Karte oben zeigt eine Sumpf an, aber steht Nebellande da. Darko, du siehst das vor uns? Du siehst das vor uns? Gut. Ich hätte es nicht gesehen, weil ich da eine Tippe. Nebellande. Ja, es ist aber Sumpf hier alles. Ja. Längs oben rein, kann man da? Ja, kann man. Ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Da wird mir nämlich ein Stückchen weiter hinten wieder Festland angezeigt. Okay. Ja, lenken. Obwohl, da ist ein Fluss, oder? Kommt man da durch? Ja, müsste man durchkommen. Denkt dran, wir sind hier im Nebellande und Sumpf. Aber mir wurde eben Festland angezeigt. Geht da aber weiter oder bin ich blind? Ja, da ist ein kleiner Fluss, klar, aber ob der wirklich durchweg geht, ist die andere Frage. Aber die einzige Möglichkeit Richtung. Hol mal Segel ein. Soll ich weiterfahren oder anhalten? Halt erstmal an, nicht, dass du jetzt so umsonst fährst hier. Eik. So, durch den Sumpf kommen wir nicht, aber du kannst mal langsam vorpaddeln. Denn ich glaube, hier kommt man doch durch. Ja, hier kommt man durch. Alles gut. Alles gut. Ich
sehe da aus dem Nebel ein Boot auftauchen. Das sieht ich sehe das Lampenlicht halt. Das sieht halt so geil gerade aus, wie du da ankommst. Hey, ich sehe deine Fackel da. Da weißt du mal, in welche Richtung du musst. Allerdings hier, wo ich stehe, bitte nicht langfahren. Hier ist ein Stück Stein oder was das auch immer ist. Ha! Ich dachte gerade. Guck mal, ich weise dir den Weg. Ja, zünde bitte ja nicht das Säge an. Wo lang jetzt? Geradeaus. Also leicht links noch. Ja, ich halte mich mal links da an der Kante. Da kommt oder? Nämlich anscheinend wieder ein großer Berg. Geradeaus. Du kannst ruhig straight geradeaus fahren. Also das ist alles Sumpf und dann kommt schon wieder da ein großer Berg. Also entweder ich habe mich gerade... Ich höre nichts tatsächlich. Lol, okay. No. Okay. Hier kommt gleich Ozean, glaube ich. Leicht rechts ist Dunkelwald. Soll ich rechts? Oder? Ja, du kannst leicht rechts dort fahren. Nur wenn das Ufer ist, klar, warum nicht. Gut, reicht schon. Voraus ist schon der erste Baum zu sehen. Oh, jetzt kannst du dich wieder links halten. Okay. Große Insel war das gerade zur Rechten. Fackel ist auch gleich kaputt. Steckt sie ein. Braucht kein Licht. Ja, wir müssten safe sein. Zur Linken ist auch wieder Wald. Aber wir kommen jetzt gerade ziemlich vom Kurs ab. Dann einlenken. Zu sehen ist ja gerade nichts hier. Auf den Ozean. Nö. Na okay, jetzt dann. links um, rechts um, in Mu. Du kannst Fragen stellen. Ist mir egal, ist doch aus. Mich würde mal interessieren, ob es hier eine Alpha-Wand gibt, da wo die Map zu Ende ist, oder ob man da runterfällt. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Rein geschichtlich dachten sie zu der Zeit, die Erde wäre noch eine Scheibe, oder? Weiß ich nicht. Die Wikinger haben ja nicht bloß ein Jahrhundert gelebt, es waren ja mehrere Jahrhunderte. Ja gut, das haben sie aber auch viele Jahrhunderte lang geglaubt. Zu der Zeit, wo zum Beispiel Viking und Lost Kingdom spielen, wussten sie schon, dass es eine Erde, ein Ball ist. Ball? Kugel. Dako, Dako, Dako! Alter, was machst denn du? Ich hab dann auf die Karte geschaut, weil wir hätten auch ganz anders fahren können und wäre schon viel, viel besser gewesen. Hä? Was war das jetzt? Ich hab nichts gemacht. Ich hatte gerade die große Karte offen. Das hatten wir schon einmal.
Ja, da bin ich gesprungen, mit Absicht. Aber jetzt habe ich nichts gemacht. Ich hatte wirklich die große Karte offen. Hier kannst du rumfahren. Fahr hier erstmal rum, dann kann ich die Folge in Ruhe beenden. So, fast haben wir es geschafft. Fast sind wir an der Grenze zum Osten, wo es dann runter geht. Wir werden jetzt zur Ostqueen noch fahren, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Und dann starte ich die nächste Aufnahme. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.